Was geht ab, my friends? Und seid gegrüßt. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr den DNS-Key bekommen könnt, um Qrem mit Reshiram und Sekrom zu verbinden und dieses andere Item für... Danke, Waschakwil. Für Necrozma und Dingens Cushions. Lunala und Solgaleo. Was ihr tun müsst, ist erstmal die Viecher in eurem Team bzw. in eurer Box zu haben. Hier haben wir schon ein paar Dinger. Und hier. Ich habe leider kein Solgaleo. Macht aber nichts. So. Die haben wir schon mal. Und jetzt müssen wir. Route 6 war das, glaube ich. Die Stadt genau nach Passbeck. Jetzt ist die Frage, ich weiß gerade nicht, ob wir Qrem und Co. im Team haben müssen oder nicht. Ich frage mal den Typen. Gut, man muss die Viecher lediglich in der Box haben. So, hier das für Lunala und für... Ey! DNS-Key, genau. Also es reicht, wenn ihr die auf der Box habt. Okay. So. Dann wollen wir mal ran an den Speck. Er hat Bock auf... Hier einmal die beiden und ich hab Bock auf wie ist denn die EV-Verteilung bei dem? Ah ja, ich verstehe. Okay. So. Tag. Und Tag. So. Jetzt fangen wir erstmal an mit Bam. Lunala und Necrozma. Ich will Schattenstrahler lernen. Hier kann Ausfringen weg. Und meine Lieblingsfusion, Qrem und Sekrom. Das wird jetzt ein Fest. Bam, Alter. Fresh as fuck. Okay, jetzt schauen wir mal an. Ich glaube, der behält jetzt das Wesen. Genau, das Wesen und die... Ah, das seht ihr gerade gar nicht. Zack, zack. Es behält das Wesen und die EV-Verteilung und DV-Verteilung von Qrem. Sprich, hier dann das von Necrozma. Ja. Gut, hätten wir das geklärt. Was ihr aber noch machen müsst, ganz wichtig, sonst klappt es nämlich nicht, ist, den Kanal kostenfrei zu abonnieren und mir ein Follow auf Twitch dazulassen. Ganz wichtig. Und nachdem ihr das gemacht habt, dann wird es funktionieren. In dem Sinne, wieder schon.